Hi und ganz herzlich willkommen beim Nordbewusst-Podcast, deinem Podcast für Skandinavien zu Hause. Mein Name ist Anna und ich zeige dir, wie du dir ein bisschen Skandinavien und das Hygge-Gefühl nach Hause holen kannst. Und diese Folge nehme ich nicht alleine auf, sondern ich habe mir einen Interviewgast eingeladen und zwar zum Thema Capsule Wardrobe. Ich habe darüber ja schon öfter mal gesprochen und zwar immer im Zusammenhang mit dem skandinavischen Kleidungsstil, denn dieser ist ja, wie wir mittlerweile wissen, ziemlich schlicht und ziemlich minimalistisch und das Ganze steht so unter dem Motto, weniger ist mehr. Und ich habe ja in den letzten Wochen auch kräftig bei mir ausgemistet und habe mittlerweile so wenig Kleidungsstücke hier, dass ich jetzt schon öfter mit dem Gedanken gespielt habe, mir eine Capsule Wardrobe zu erstellen. Und da ich persönlich noch keine Erfahrungen damit gesammelt habe, das Thema aber super interessant finde, gerade im Zusammenhang mit dem skandinavischen Kleidungsstil, habe ich mir gedacht, ich lade mir einfach eine Expertin dazu ein und habe deshalb die liebe Larry heute zu Gast. Und Larry bloggt unter dem Namen Larry Tales auf ihrem Blog und auf Instagram und erzählt da recht viel über das Thema, wie man sich eine Capsule Wardrobe erstellt, was das überhaupt ist und zeigt auch ihre und gibt ganz viele Tipps rund um dieses Thema. Deswegen ist sie heute hier zu Gast und ich würde sagen, du machst dir es jetzt gemütlich, wo auch immer du gerade bist und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Larry. Hallo. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und dir die Zeit genommen hast, um ein bisschen mit mir über unseren Kleiderschrank zu quatschen. Ja, danke für die Einladung. Also ich bin gespannt, was du alles für Fragen mitgebracht hast. Ich würde sagen, wir starten einfach. Ja, wir können ja mal ganz simpel fragen. Und zwar, was ist überhaupt eine Capsule Wardrobe? Also unter diesem Prinzip versteht man eigentlich die Minimierung des Kleiderschranks. Also ist eine bestimmte Anzahl von Kleidungsstücken, die man hat, die untereinander möglichst alle kombinierbar sein sollen, damit man mit wenig Aufwand und wenig Teilen Maximales erreichen kann im Kleiderschrank. Okay. Und gibt es da, also ich habe mal so verschiedene YouTube-Videos dazu schon geschaut und da ist richtig oft die Rede von 33 Teilen. Also gibt es da irgendwie eine Anzahl, die man haben sollte? Ich glaube, das mit den 33 Teilen kommt von der Frau, die dieses Prinzip erfunden hat. Ich weiß aber leider nicht, wie sie heißt oder wann das war. Man kann sich daran orientieren, aber bei mir sind es tatsächlich meistens weniger als 33 Teile. Also ich brauche gar nicht so viele. Ach, weniger sogar? Ja. Also ich habe immer so um die 25 Teile. Wow, okay. Ich muss, also nachdem wir jetzt das Interview hier aufgenommen haben, muss ich auf jeden Fall mal rübergehen und meine Kleidungsstücke zählen, damit ich mal so einen groben Anhaltspunkt habe. Ich befürchte aber, dass ich weit über 33 Teilen liege, wenn. Oder wobei, man gliedert es doch in Jahreszeiten, oder? Genau, also ich glieder das in die vier Saisons. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das heißt, jede Kapsel ist praktisch 3 Monate aktiv. Aber ich habe immer eine andere Anzahl an Kleidungsstücken. Ich habe auch noch nie gezählt, bis irgendjemand auf Instagram mal gefragt hat, kannst du mal zählen? Und dann, ab da habe ich dann immer gezählt und dann ist mir aufgefallen, okay, auf 33 Teile komme ich überhaupt, ich brauche nicht so viele. Voll gut. Ich finde, das ist ja auch so ein bisschen der Sinn dahinter, oder? Oder warum erstellt man sich überhaupt eine Kapsel? Also ich hatte damit angefangen, weil ich super viele Sachen hatte und super überfordert war und mich total über Kleidung definiert habe und trotzdem nicht meinen eigenen Stil hatte und überhaupt nicht wusste, was will ich tragen, was steht mir, wer bin ich, was mag ich. Ich hatte halt alles im Kleiderschrank, ne? Also vom übelsten Gothic-Look bis zum Western-Inspired-Outfit, also alles. Blümchen, Bluse, bunt, alles. Weil ich so dachte, das ist an dem anderen Menschen so schön, das kaufe ich mir jetzt auch. Und dann hat man es halt im Schrank. Und dann war ich irgendwann überfordert und dann bin ich online auf dieses Thema gestoßen und dachte mir so, okay, cool, das mache ich jetzt. Und dann hast du einfach radikal dir, oder wie bist du vorgegangen?
Ich habe erstmal den Kleiderschrank aussortiert, weil ich so viel hatte, aber das muss man nicht machen. Also du hast ja auch gesagt, du hast aussortiert und du hast gesagt, du hast jetzt so ungefähr so viele Kleidungsstücke, dass du damit anfangen kannst. Aber ich glaube, es ist egal, wie viele Kleidungsstücke man im Schrank hat und ob der Schrank voll ist. Wichtig ist, dass man die richtigen Teile halt rauszieht. Und dann, also wenn man zum Beispiel ein Mensch ist, der super viel hat, aber eigentlich alles mag, ist es eigentlich auch ganz cool, weil dann kannst du alle 3 Monate irgendwie ganz kreativ damit umgehen. Aber für mich ist es tatsächlich eher minimieren und minimalistisch leben und mich auf das fokussieren, was ich wirklich mag. Also ich habe mit diesem Prinzip einfach total viel gelernt, was ich wirklich mag und meine Lieblingsteile und so. Das heißt, du hast damit angefangen, weil du dich mit deiner Kleiderschranksituation überfordert gefühlt hast. Ja, genau. Also ich habe auch damals bei H&M noch gearbeitet. Und da kriegt man ja auch Mitarbeiterrabatt und man packt die ganzen coolen Sachen halt aus und man sieht auch alle verschiedenen Konzepte, die es ja so gibt und Stile. Und ich habe so viel nach Hause geschleppt, das war nicht schön und auch nicht gesund. Genau, ich habe das, dieses Radikale dann auch einfach gebraucht. Voll, voll interessant. Also wenn ich bei H&M oder so gearbeitet hätte, wäre das definitiv auch so. Beziehungsweise bei mir war es ja auch so, weil ich immer auf Flohmärkten und so gekauft habe und da ist es ja alles so günstig und dann war ich immer so, ah ja, nehme ich mit, ah ja, nehme ich mit. Ah, für den Fall und so war es ja bei mir auch, dass mein ganzer Kleiderschrank voll ist oder voll war. Bist du beim Aussortieren nach so einer bestimmten Methode vorgegangen oder hast du dir da selbst was überlegt? Ich weiß gar nicht. Also ich habe alles rausgeräumt, wirklich alles. Auch Unterwäsche, Socken, alles. Und dann habe ich erstmal alles, was kaputt ist und was nicht passt, weggetan. Und bei Sachen, wo ich mir nicht sicher war, habe ich die eigentlich auch weggetan. Weil ich war wirklich richtig krass unterwegs, ne? Ich habe auch mit meiner Schwester ihren Schrank ausgemistet. Ich so, ziehst du das an? Aber vielleicht ich so weg. Ne? Also, wenn ich einen Teil habe, bei dem ich mir unsicher bin, dann muss es gehen. Es muss weg. Und wenn ich irgendwo in einem Geschäft bin und ich habe was an und ich bin mir unsicher, dann kommt es nicht mit nach Hause. Voll gut, dass du da so diszipliniert bist. Das muss ich unbedingt auch noch lernen. Ja, aber man muss es ja nicht so machen. Es gibt schon auch so Tricks, die man anwenden kann. Ne? So der umgedrehte Kleiderbügel. Hast du ihn irgendwie 3 Monate nicht angefasst, dann weißt du, das Teil kann weg. Oder du nimmst die Sachen und packst sie erstmal in eine Kiste, stellst sie in den Keller oder keine Ahnung wohin. Dann merkst du irgendwann, du wirst es nicht vermissen und dann kann es weg. Ja, das sind gute Tipps. Bei mir ist es ja ein bisschen anders, würde ich mal sagen, weil ich habe vor ein paar Jahren schon angefangen und habe das ganz langsam angehen lassen. Also nicht so radikal wie du, sondern immer so peu à peu. Aber ich glaube, prinzipiell sind wir schon ähnlich vorgegangen. Also, dass wir uns erstmal gefragt haben, oder beziehungsweise war das bei mir so, wer möchte ich sein und was ist so mein Stil? Hast du dir das auch überlegt beim Aussortieren? Ja, also ich habe mir ein Moodboard erstellt, um überhaupt die Kapsel auch umzusetzen. Und hatte für das Moodboard die Regel, dass ich nur Sachen drauf, also ich habe es mit Pinterest gemacht, dass ich nur Sachen drauf pinne, die ich wirklich anziehen würde. Nichts, was an jemand anderem schön ist, nichts, was gerade im Trend ist, sondern nur Sachen, die ich wirklich tragen würde. Und dann hat sich das irgendwie voll schnell so rauskristallisiert. Und dann konnte man das irgendwie ganz gut, also konnte ich das ganz gut umsetzen, weil ich das dann visuell immer vor Augen hatte. Und dann habe ich voll schnell gemerkt, hey, ich bin voll minimalistisch und skandinavisch unterwegs, glaube ich. Also so würde ich es beschreiben. Ich mag zum Beispiel total einfach ein weißes T-Shirt, aber wenn es muss dann irgendeinen coolen Schnitt haben, so. So kastiger oder keine Ahnung, längere Ärmel oder sowas. Ja, ich mag das auch sehr gerne. Ich würde tatsächlich auch deinen Stil als skandinavisch beschreiben. Du hast ja auch mehrere gestreifte Oberteile, ne? Ja, also Streifen sind große Liebe. Bei mir auch. Wir haben auch beide was Gestreiftes an, gerade sehe ich gerade. Ja. Gibt es denn Kleidungsstücke, die so ein Must-Have sind, also die man
wenn man sich eine Kapsel zusammenbasteln will, was sind so Kleidungsstücke, die unbedingt dabei sein müssen? Ich finde es total witzig, dass du das fragst, weil ich mir da tatsächlich letzten 3 Tage Gedanken drüber gemacht habe. Und ich finde es richtig schwierig zu beantworten, weil im Endeffekt ist es ja total individuell. Ich kann jetzt halt nur von mir ausgehen. Ich zum Beispiel trage keine Jeans in Blau, sondern ich habe nur schwarze Hosen, also schwarze Jeans. Deswegen wäre das für mich eine schwarze Skinny High-Waist Jeans, weißes T-Shirt, schwarzes T-Shirt, eine etwas schickere Stoffhose in Schwarz, schwarze Boots, weiße Sneaker und natürlich irgendwie beiger, gemütlicher Pulli. Das muss bei mir mit drin sein. Redest du, also sind das jetzt Kleidungsstücke, die du allgemein hast, oder hast du jetzt von der Winterkapsel gesprochen? Also der Pulli ist natürlich eher in der Winterkapsel, aber die T-Shirts und die Hosen und die Boots, die sind eigentlich das ganze Jahr dabei. Und hast du auch noch im Sommer irgendwie extra Schuhe oder hast du sowas komplett aussortiert? Nee, also ich habe auch Birkenstocks. Okay, ein die Paar ziehe ich nur im Sommer. Nee, zwei. Hast du deine Schuhe mal gezählt, wie viele du insgesamt hast? Nee, aber ich kann es dir sagen, ich habe schwarze Doc Martens, braune Doc Martens, schwarze Birkenstocks, weiße Sneaker und braune Birkenstocks. Okay, voll gut. Das ist eigentlich genau das, wie man so durchs ganze Jahr perfekt durchkommt. Ja. Nee, warte. Ha! Ich habe noch Vans. Aber es ist trotzdem, also ich finde, es ist nicht viel. Aber ich hatte noch nie viele Schuhe. Von daher war das ganz praktisch. Weil, also so Schuhe und Taschen, also ich trage eigentlich, wenn dann Rucksack oder diese, wie nennt man diese Taschen? Bauchtaschen? Ja, Bauchtaschen, aber ich trage sie halt nicht am Bauch. So schräg, sondern ne? So cool, wie man das in diesem Jahrzehnt halt so macht. Ja. Und da habe ich sowieso immer nur, also ich habe einen Rucksack in Schwarz, nee, wow, was rede ich ja? Ich habe 2 Rucksäcke in Schwarz, halt einen kleinen und einen großen. Also verstehst du, was ich sagen will? Das war sowieso immer voll wenig. Hast du auch irgendwas, was bei dir viel war oder noch ist? Weil bei mir sind es jetzt zum Beispiel Jacken. Ich habe unfassbar viele Jacken. Ich habe mich da schon von vielen trennen können. Aber ich habe nach wie vor zum Beispiel 2 Wollmäntel. Dann habe ich noch so eine dicke Winterjacke. Übergangsjacken habe ich ein paar. Eine Lederjacke noch. Also ich glaube verhältnismäßig, wenn ich von einer Sache viel habe, dann sind das bei mir tendenziell eher Jacken. Hast du da auch irgendwas oder hast du bei allen eigentlich so die perfekte Menge, sag ich mal? Oder gibt es bei dir noch Verbesserungsbedarf irgendwo? Also optimieren würde ich, glaube ich, auch meine Jacken, weil ich da einfach noch nicht die perfekte gefunden habe in das, was ich haben will. Also ich habe einen beigen Mantel, der ist perfekt, eine beige Jeansjacke, die ist perfekt, habe aber trotzdem noch die anderen 3 Jeansjacken, die ich mir secondhand gekauft habe, die nicht perfekt waren, bis ich die perfekte gefunden habe. Und ich hatte das ganz lange bei Jeans. Also ich habe früher schon blaue Jeans getragen und hatte dann super viele, hatte dann noch schwarze super viele. Und ich habe halt in den letzten Jahren auch zugenommen. Und ich habe dann die ganzen Hosen, die mir nicht mehr passen, einfach so mitgeschleppt. Und dann hatte ich auf einmal ein Fach im Schrank, wo so viele Hosen waren, weil ich so dachte, da passe ich bestimmt irgendwann wieder rein. Die habe ich dann aber alle aussortiert beziehungsweise weitergegeben an jemanden, dem sie passen, weil es mich auch nur frustriert hat und ich sowieso keinen Sport mache. Also. Ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so. Gerade bei Hosen, glaube ich, geht es ganz, ganz vielen so, dass sie noch irgendwelche Kleidungsstücke haben, wo so dieses Wunschdenken dahinter steckt, dass man vielleicht irgendwann wieder reinpasst und man das deshalb einfach nicht aussortiert und sich nicht davon trennen kann. Ich finde, die Hose ist halt auch der absolute Endgegner. Also eine richtig gute Hose zu finden, ist super schwer, finde ich. Ja. Also ich habe sie mittlerweile gefunden, aber ja, 20 Hosen oder so lagen da in meinem Schrank rum. Dank H&M. Deswegen trage ich am liebsten Leggings, die wachsen nämlich immer mit. Das stimmt. Also seit Coroni habe ich auch unfassbar viele Leggings. Ja. So bestimmt 5 Stück oder so. Vorher eine
Aber ich denke halt so, im Homeoffice brauche ich jetzt auch nicht unbedingt eine Jeans anziehen. Das heißt, du bist da auch nicht so strikt, sondern du passt die Kapsel dann schon an deine jeweiligen Lebensumstände an. Ja, auf jeden Fall. Also die Kapsel muss ja meinen Alltag unterstützen und ihn nicht irgendwie schwieriger machen oder so. Ich hatte tatsächlich am Anfang eine ganz normale Kapsel erstellt und habe dann, als ich ins Homeoffice musste, gemerkt, das macht gar keinen Sinn mehr. Ich hatte erst noch so eine, das habe ich auch immer noch, eine Schublade, wo meine Sportsachen drin sind und so Gammelsachen. Da waren halt auch die Leggings drin. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich mache jetzt nur noch eine Jeans in die Kapsel und dafür aber halt drei Leggings. Oder Ja. halt auch ein Kleid, weil das auch bequem. Das heißt, du gehst nach dem Prinzip Bequemlichkeit kommt zuerst. Bequem ist bei mir das Oberste. Es muss bequem sein, sonst kann ich es nicht ertragen. Ja, das geht mir auch so. Und wenn jetzt hier jemand zuhört, der jetzt auch Lust hat, sich eine Kapsel zu erstellen, was würdest du sagen, wie geht man jetzt am besten vor, wenn man jetzt seinen Kleiderschrank öffnet und es ist einfach alles voll? Also als erstes würde ich eine Bestandsaufnahme machen, was man alles im Schrank hat und wenn es nötig ist, aussortieren. Dann würde ich mich an das Moodboard setzen, damit ich einfach so ein bisschen in den Vibe komme, schon so ein bisschen mir Gedanken mache, was gefällt mir so. Und oft, wenn man das Moodboard erstellt, also das muss man auch nicht auf Pinterest machen, man kann das auch auf Papier machen. Da können Schnitte drauf, die man cool findet, Muster, Farben, einfach um so ein bisschen Inspiration zu bekommen. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich mich für eine Farbpalette entschieden habe, halt anhand des Moodboards. Habe ich dann nochmal geguckt, okay, was habe ich jetzt für Farben mir irgendwie gepinnt, die ich schön finde? Dann habe ich die Farbpalette festgelegt. Dann habe ich Muster festgelegt, wenn ich welche möchte, also Streifen. und dann habe ich einfach alle meine Teile halt rausgesucht, die da reinfallen, ne? Also die der Farbpalette entsprechen und mit dem Muster. Und dann habe ich dabei ein bisschen überlegt, okay, wie viel Oberteile möchte ich mit reinnehmen? Wie viel T-Shirts? T-Shirts habe ich immer ein bisschen mehr, weil man die ja auch vielleicht ein bisschen öfter wäscht. Und dann habe ich einfach ausprobiert. Also ich habe dann angezogen, Kombinationen geguckt, habe nachgeschaut, lässt sich dieses Teil gut kombinieren mit den anderen Teilen oder ist das so ein Special-Teil? Also man kann ruhig auch mal ein Special oder zwei Special-Teile in der Kapsel haben. Wenn man sie halt richtig liebt und oft trägt, dann ist es ja. Im Endeffekt schreibt man die Regeln eigentlich selbst. Und dann, wenn ich das alles gemacht habe, dann habe ich die Kapsel halt finalisiert. Ich habe eine Kleiderstange, wo ich das aufhänge, einfach weil das ein guter Ort ist und man das alles dann im Blick hat und es sieht schön ordentlich aus. Und dann habe ich die Kapsel ausprobiert. Also ich gebe dann immer so 2, 3 Tage und dann merke ich eigentlich auch schnell, okay, dieses Teil kann eigentlich doch raus und eigentlich müsste noch was anderes rein oder es muss halt nur was raus. Ja. Also so gehe ich dabei vor. Das heißt also Schritt 1, erstmal ganz grundsätzlich aussortieren, sodass man schon mal weniger im Schrank hängen hat. Wenn man es muss, ne? Wenn man natürlich von vornherein nicht so viel Zeug hat, kannst du auch direkt loslegen. Das heißt, also in meinem Fall kann ich jetzt den ersten Schritt ja Gott sei Dank überspringen. Was heißt Gott sei Dank? Ich sortiere eigentlich gerne aus. Also ich muss das ja auch nicht mehr machen. Ne? Also ich weiß genau, was ist in meinem Schrank und deswegen ich sortiere höchstens mal ein Teil aus, was dann kaputt gegangen ist. Und wie machst du das mit der Farbpalette? Also wie viele Farben nimmst du damit auf? Also schaust du oder wie gehst du da vor? Also Farbpalette, da bin ich ja auch super minimalistisch unterwegs, weißt du ja auch. Ich habe als Grundfarbe eigentlich immer schwarz, weil ich ja nur die schwarzen Hosen trage und ich mag schwarz einfach generell sehr gern, auch komplett schwarze Looks mag ich voll gerne. Deswegen ist schwarz und weiß, das sind meine zwei Grundfarben, weil ich auch super viele weiße T-Shirts habe. Und dann habe ich als Akzentfarbe beige, was man aber auch, je nachdem, was für ein Typ man ist, als Grundfarbe nehmen kann. Aber bei mir ist beige eine Akzentfarbe, dann rostrot. Ich glaube, das war's. Und machst du dir die Farbpalette für jede Jahreszeit verschieden oder ist die so ganzjährig bei dir?
Also ich gucke bei jeder Kapsel, bleibe ich bei der Palette oder ändere ich sie ab. Aber in den letzten Jahren bin ich tatsächlich echt einfach weiß, beige, in allen Nuancen und schwarz. Weil mir das einfach am besten gefällt. Also ich bin echt nicht so, ich bin gar kein Farbenmensch. Okay. Ich glaube, aber wenn ich es wäre, dann würde ich wahrscheinlich schon im Frühling eher so, ja, die typischen Frühlingsfarben, ein bisschen rosa und so, denke ich. Ich weiß es nicht, ich bin kein Farbenmensch. Ja, geht mir auch so. Okay, das heißt, wir haben jetzt ausgemistet und uns eine Farbpalette gestaltet und jetzt gehen wir wieder zurück mit der Farbpalette zu dem Schrank und sucht sich da Teile raus für die Kapsel. Ja. Und man nimmt dann nicht alle Wintersachen, die man hat, sondern schaut da, weiß ich nicht, die man gerne jetzt tragen möchte. Also man lässt schon auch noch Sachen außen vor, obwohl sie zu der Jahreszeit passen würden. Ja, also ich habe aktuell ja die Winterkapsel, aber ich habe trotzdem auch noch Pullover im Schrank liegen, die zum Beispiel nicht zu der Farbpalette passen. Also wenn ich jetzt beige als Akzentfarbe habe, aber zum Beispiel nicht, weiß ich nicht, lila oder dunkelrot, dann sind halt die dunkelroten Sachen im Schrank. Ja. Und wie machst du das aber, wenn du dir neue Kleidungsstücke zulegen möchtest? Also am Anfang, ich glaube, ich spreche mal lieber vom Anfang, weil jetzt mittlerweile ist das ja bei mir, ich mache das ja schon seit über 4 Jahren, das ist, ich bleibe immer in derselben Farbpalette, deswegen ist es, glaube ich, gerade nicht so spannend. Aber am Anfang habe ich mir tatsächlich noch mehr Gedanken über den Aufbau der Kapsel an sich gemacht und mir auch überlegt, gibt es jetzt irgendwas, was ich brauche, was ich nicht habe, was ich aber eigentlich gerne hätte? Es gibt ja immer Teile, die man sich wünscht. So. Und dann habe ich die auch noch gekauft, aber tatsächlich anhand auch der festgelegten Farbpalette. Weil ich ja wollte, dass sich das alles untereinander kombinieren lässt. Ne? Also wenn man zu crazy geht, wird es, glaube ich, wieder schwierig. Okay. Und wo hast du die Sachen gekauft? Also meine erste Anlaufstelle ist immer Secondhand, weil ich finde, das ist einfach das Nachhaltigste und Günstigste. Wenn ich das nicht gefunden habe, dann habe ich versucht, es fair zu finden. Und wenn ich es dann nicht gefunden habe, dann habe ich es auch mal beim Fast-Fashion-Unternehmen gekauft. Aber dann musste ich wirklich mir sicher sein, dieses Teil wird getragen, bis es auseinanderfällt. Finde ich gut. Das heißt, du achtest dann auch auf die Qualität wahrscheinlich eher. Ja, ich habe auch irgendwann angefangen, eher natürliche Materialien zu kaufen, also eher 100% Baumwolle oder sowas als Polyester, weil ich einfach gemerkt habe, dass es sich viel angenehmer trägt und eine viel bessere Qualität hat. Oft. Und wie ist es aber, wenn man jetzt gerne farbige Kleidungsstücke trägt? Weil dann ist es, also ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht ein bisschen schwieriger ist mit einer Kapsel. Hast du da irgendwelche Tipps? Schwierig, weil ich da halt echt keine eigenen Erfahrungswerte habe, weil ich nicht Farbe nicht mag. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn da jetzt jemand ist, der zum Beispiel voll gerne irgendwie so Blazer oder so mit verrücktem Muster trägt, kombinieren mit den Basic-Sachen lässt es sich ja trotzdem. Ne? Also mit dem Basic-Shirt, mit der schwarzen Jeans vielleicht, mit der blauen Jeans vielleicht. Ich glaube, da müsste man selber dann einfach mal ein bisschen rumexperimentieren, wie einem das gefällt und wie man sich halt selber auch wohlfühlt. Wahrscheinlich bietet es dann an, wieder die Farbpalette hervorzuholen und dann nicht zu viele Farben, die nicht miteinander kombinierbar sind, rauszusuchen, sondern dann eher so 1 bis 2 Akzentfarben quasi und trotzdem den Rest mit diesen Basic-Farben zu wählen. Genau, also der Hauptteil der Kapsel besteht eigentlich meistens echt aus Basics und dann so ein paar Teile, die halt die Akzentfarben haben. Und ich glaube, wenn man sich an die Farbpalette hält und diese Farben untereinander kombinierbar sind, kann man gar nicht so viel falsch machen. Weil wenn du jetzt eine gemusterte Jacke oder sowas hast mit Blau, Orange und Pink,
zum Beispiel. War so richtig, richtig krass. Und die könntest du ja, also es hätte irgendein cooles Muster so, kannst du das ja trotzdem mit ganz vielen Sachen kombinieren, die eben auch in diesem Farbspektrum sind oder eine Farbe davon von dieser Jacke aufgreifen. Du kannst ja auch ganz viel mit Farbe, kann man zum Beispiel auch mit Accessoires machen, ja, mit Taschen, Mütze, Schal, Tuch, Haargummi, der nicht in die Kapsel mit reinzählt, aber kann man ja auch als Accessoire benutzen. Schuhe. Zählen also so Handtaschen und so gar nicht bei dir mit rein? Also ich habe die früher nicht mit reingezählt. Ich habe da echt nur die reinen Klamotten genommen. Ich glaube, seit den letzten zwei Kapseln zähle ich es mit, der Vollständigkeit halber, weil ich das halt immer auf Instagram zeige. Aber vorher habe ich es nicht mit reingenommen, weil ich halt auch so wenige habe. Ja. Mich würde mal interessieren, wie du das Leben mit einer Kapsel so empfindest. Also, was sind die Vorteile im Vergleich zu einem normalen Kleiderschrank? Also, ich liebe das total, weil es total entspannt ist. Ich mache mir überhaupt, also es ist ein bisschen weird, weil einerseits mache ich mir viel weniger Gedanken um Klamotten und andererseits irgendwie mehr. Aber ich mache mir nicht mehr die falschen Gedanken. Ich habe früher immer so gedacht, also ich habe mich ja so darüber definiert, über meine Kleidung, dass ich aber irgendwie voll unsicher damit war, weil ich ja nicht wusste, wer ich bin. Und jetzt weiß ich genau, wer ich bin und fühle mich damit so richtig wohl. Und ich kann einfach irgendwas greifen und es sieht halt immer gut aus. Also ich spare Zeit, ich spare Geld, weil ich nicht mehr viel kaufe, Impulskäufe gar nicht mehr. Es macht super viel Spaß. Es ist einfach richtig, ja, kreativ, finde ich, sich da die Farbpalette auszudenken, zu gucken, was kann man kombinieren und so. Und das sind so für mich die prägnantesten Vorteile, würde ich sagen. Ich finde das inspirierend, dass du sagst, du hattest vorher die falschen Gedanken. Wie ist es denn bei dir oder wie kam diese Entwicklung bei dir, dass du dich überhaupt damit so mit diesen Gedanken quasi beschäftigt hast? Also wie kam es, dass es bei dir Klick gemacht hat, im Sinne von, oh, ich identifiziere mich total über meine Kleidung? Also gab es da irgendwie irgendeinen Anhaltspunkt, irgendein Buch oder so, was du gelesen hast? Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, dass das tatsächlich mit dem Start der Kapsel halt kam. Also viele schreiben mir ja auch oft, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll und dann ist ja dies und die Frage taucht auf und ich denke mir so, ja, fang einfach an, weil dabei lösen sich so viele Probleme, die du jetzt hast, ganz individuell, ne? Also dadurch, dass ich halt diese Kapseln erstellt habe, habe ich erst gemerkt, womit ich mich vorher beschäftigt habe oder was ich vorher gedacht habe, zu dem, was ich jetzt denke, während ich in der Kapsel sozusagen stecke. Und dann habe ich einfach gemerkt, boah, ich denke gar nicht mehr so oft über meine Kleidung nach, ich denke gar nicht mehr so oft über mein Äußeres nach, ich fühle mich viel wohler, ich denke gar nicht mehr so oft ans Shoppen und ans Haben müssen und ans was verpassen oder irgendeinen Trend auslassen. Und das ist einfach richtig schön. Das hast du schön gesagt. Ja. Das heißt, ja, du kannst dann morgens einfach aufstehen, zu deiner Kleiderstange gehen, irgendwas rausziehen, das passt sowieso immer zusammen und hast dann somit schon mal bei dem einen oder anderen vielleicht Stunden Überlegungen gespart. Ja, genau. Hast du aber auch Kleidungsstücke, die in keine Kapsel passen, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, manchmal hat man ja ein schickes Kleid für eine Hochzeit oder so oder ein Blazer für ein Vorstellungsgespräch oder was es alles gibt. Eben so Sachen, die man nicht im Alltag tragen möchte, die man aber irgendwie trotzdem doch behalten möchte. Ja, ich habe tatsächlich zwei Kleider, die für so Hochzeitsgeschichten sind. Also mein Mann arbeitet ja als Pastor, das heißt, da werden auch mal Leute verheiratet und dann braucht man dann für die Hochzeitsfeier mal irgendein Outfit. Aber tatsächlich habe ich mich irgendwann auch, also ich hatte am Anfang ganz viele
Kleider, hohe Schuhe, so Sachen. Meine Mutter hat auch in den letzten Jahren noch mal geheiratet und so Sachen. Und irgendwann habe ich mich davon verabschiedet. Also die Sachen, die mir dann nicht mehr so gefallen haben und wo ich wusste, die ziehe ich nur einmal im Jahr an, die habe ich dann auch aussortiert und habe jetzt in meiner Kapsel oder wenn es gerade in der Kapsel ist, immer Teile, die ich ja upstylen kann. Also ich habe zum Beispiel das letzte Mal, als ich auf einer Hochzeit war, habe ich ein braunes T-Shirt getragen, was in der Kapsel war, die Stoffhose, die in der Kapsel war, die Doc Martens und dann einfach ein Blazer. Der Blazer war halt nicht in der Kapsel. Und dazu habe ich dann einfach so einen sleeken Dutt getragen und halt ein aufwendigeres Make-up. Und dann war das für mich sehr, sehr schick für meine Verhältnisse, aber trotzdem nicht verkleidet. Weil ich finde, man neigt oft dazu, bei so Special Events sich an die Konventionen der Gesellschaft zu halten. Und als ich irgendwann beschlossen habe, ich bin auf so vielen Hochzeiten, wir machen halt auch manchmal Musik und manchmal die Fotos auf den Hochzeiten. Wer hat eigentlich gesagt, dass man auf einer Hochzeit zum schicken Kleid keine Birkenstocks anziehen darf? Oder Doc Martens? Wer hat es gesagt? Niemand. Und ich finde es total geil und ich liebe den Stilbruch und so zeigt man halt auch seine Persönlichkeit. Also man darf sich da, glaube ich, nicht so einzwingen. Das finde ich richtig cool, dass du das gerade sagst, weil ich habe auch beim Aussortieren überlegt, wie mache ich das denn jetzt mit den hohen Schuhen? Weil ich hab hier zwei, drei hohe Schuhe, ich kann in keinen von den hohen Schuhen laufen, ich sag's wie es ist. Und ich brauche die nie, außer vielleicht für eine Hochzeit. Und dann habe ich auch überlegt, kann man das bringen, mit Birkenstocks auf eine Hochzeit zu gehen? Aber wie du gerade schon sagst, stimmt. Eigentlich, also wer sagt denn, dass man es nicht kann? Also sprich, du hast dein ganzes Denken eigentlich noch mal überdenkt, oder? So im Vergleich zu früher. Ja, das kann man schon so sagen. Das heißt, du hast geschaut, dass du Kleidungsstücke im Schrank hast, die sich leicht abstylen lassen, falls mal ein schickerer Anlass kommt, und hast dich jetzt von allen Sachen, die du eigentlich eh nur einmal im Jahr brauchst, weitestgehend getrennt. Und wie machst du das aber? Oder es gibt doch bestimmt auch irgendwie eine Möglichkeit, sich so Kleidungsstücke auszuleihen oder so. Hast du damit schon mal Erfahrungen gemacht? Ich habe das selber noch nicht gemacht, aber ich glaube, es gibt mittlerweile echt viele Anbieter, wo man Kleidung online auch ausleihen kann. Aber also ich finde es mega, mega cool. Aber zum Beispiel meine Schwester macht es ganz oft, dass sie sich einfach bei Freundinnen dann ein Kleid ausleiht, wenn sie irgendwie auf eine Hochzeit eingeladen ist oder so. Macht sie eigentlich immer so. Fällt mir gerade so ein, ja. Das finde ich auch cool. Also wenn man eine Schwester hat, ist es auch echt praktisch, weil man sich gegenseitig die Sachen so ausleihen kann. Aber ich bin halt echt so der Freund davon, die Sachen up oder down zu stylen. Also zum Beispiel einen schwarzen Blazer, den kannst du ja total lässig kombinieren, aber auch total schick. Oder ich habe so ein Midi-Kleid, das geht also bis zur Wade und es hat so drei Viertel Ärmel, ist aber wie eine Sackbluse in schwarz und ich liebe es, weil es ein Sack ist. Und das kannst du ja mit den Birkenstocks anziehen und mit einem Rucksack oder so. Oder halt mit einer Klatsch und mit, keine Ahnung, schickere Schuhe, wenn du sie hast. Ich habe sie halt nicht. Genau, wie ich schon gesagt habe, halt mit Frisur und Make-up und so. Bisschen roter Lippenstift, dann ist das eh alles schon geritzt. Wie hast du auch noch Tipps, wenn man dann jetzt aussortiert hat, wohin man die Kleidung am besten gibt? Also ich finde es ganz cool, so Tauschpartys zum Beispiel mit Freundinnen, das finde ich immer ganz nice. Dann müssen die halt auch was mitbringen. Dann hat man so am Ende vielleicht auch noch ein neues Lieblingsteil. Dann mache ich es halt oft so, dass ich meine Mama und meine Schwester nochmal durchgucken lasse. Also sind auch am Anfang, als ich so richtig viel aussortiert hatte, meine Schwester so, ja, wo sind denn jetzt die Säcke? Ich will da unbedingt reingucken. Dann gibt es bei mir in der Nähe auch vom Deutschen Roten Kreuz einen Kleiderladen, wo man das als Spende abgeben kann, die das dann wirklich in dem Laden auch verkaufen. Da habe ich extra nochmal nachgefragt.
Jo. Ansonsten habe ich dazu aber auch erst ein Instagram-Posting gemacht. Müssen die Leute mal bei mir bei Instagram gucken. Man kann ja generell sich bei dir Inspiration holen und ich glaube, kann man auch bei Pinterest dein Moodboard sehen, wonach du deine Kleidung dir raussuchst? Also mein Moodboard, ist das öffentlich? Weiß ich gerade nicht, aber ich habe eine öffentliche Pinnwand zu dem Thema, wo ich auch noch mehr Inhalte pinne, also nicht nur meine, sondern auch Tipps von anderen und so. Also da lohnt es sich auf jeden Fall vorbei zu gucken. Auf die Pinnwand bin ich auch echt stolz. Sie ist richtig gut. Okay, sehr cool. Ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes. Ja. Hast du auch ein Kleidungsstück, wo du sagen würdest, das wäre so dein Lieblingskleidungsstück? Also, wenn du dir so ein, zwei Teile raussuchen könntest, auf welche könntest du auf gar keinen Fall mehr verzichten? Eins. Okay, zwei. Brauche aber viel. Also auf jeden Fall der gestreifte Pullover. Der schwarz-weiß gestreifte Pullover. Ohne den geht gar nichts. Den habe ich mir letztes Jahr in Schweden gekauft. Ohne den kann ich nicht mehr. Das ist mein Lieblingsteil. Fun Fact, der ist aber gerade nicht in meiner Kapsel. Oh. Er war in der Herbstkapsel und in der Winterkapsel habe ich ihn rausgenommen und habe dann die letzten Wochen gemerkt, wie sehr ich ihn vermisse. Und habe dann halt, weil ich dachte mir die ganze Zeit, ja, komm, Streifen, oh, ich hatte den jetzt so oft an, nee, ich lasse den mal raus. Und habe dann jetzt gemerkt, boah, ich vermisse den so sehr, ich glaube, es ist mein absolutes Lieblingsteil. Schön. Ich finde auch gerade schön, dass da eine Erinnerung dran hängt, wenn du jetzt gerade sagst, du hast den in Schweden gekauft. Vielleicht ist es auch Ja. deshalb dein Lieblingsteil. Das kann sein. Ja. Ja, cool, das klingt doch alles nach, es klingt eigentlich nur vorteilhaft. Ich habe jetzt gar keinen richtigen Nachteil entdeckt. Ich könnte mir auch vorstellen, dadurch, dass man nicht alle Kleidungsstücke immer vor Augen hat, dass man die dann wieder interessanter findet, als wenn man die immer im Schrank hängen sieht. Also Ja, auch. das ist auch also so ein Nebeneffekt, ne? Du gehst praktisch bei dir selber einkaufen, weil du wirklich Teile, die du dann länger nicht genutzt hast, nochmal in einem anderen Blickwinkel siehst und dachtest, ach stimmt, ey, dieses beige T-Shirt hatte ich ja auch noch. Ja, das finde ich halt richtig schön. Also für mich persönlich hat es wirklich nur Vorteile. Es könnte Nachteile geben, aber ich habe über die Jahre festgestellt, dass ich es einfach nur geil finde. Das klingt doch nach einer Sache, die man auf jeden Fall mal ausprobieren sollte. Mal schauen, ob ich mich auch mal rantraue. Musst alles, was ich gesehen habe von deinen Klamotten, du musst eine machen. Die wird auf jeden Fall schön. Okay, ich halte euch auf dem Laufenden. Ansonsten komme ich vorbei. Ja, das ist auch eine gute Idee. Wir wohnen ja nicht so weit. Das ist eine gute Idee. Cool, das halten wir mal fest. Geil. Wenn man sich jetzt noch mehr über das Thema Capsule Wardrobe interessiert und noch mehr darüber wissen möchte, wo findet man dich denn überall? Also ich bin bei Instagram super, super aktiv. Und auf meinem Blog gibt es auch ganz viele Inhalte dazu. Und wenn man noch irgendwie Fragen hat, kann man dich dann da auch anschreiben? Auf jeden Fall. Cool. Sehr cool. Dann klingt es nach einer Sache, die ich auf jeden Fall ausprobieren werde. Oh nein, jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich es auch machen. Du machst es auch, weil ich habe es jetzt gehört. Okay. Ja, cool, vielen Dank. Ich bin ja jetzt mit genügend Tipps ausgestattet. Und ich freue mich, dass du alle meine Fragen und auch die Fragen, die ich von Podcast-HörerInnen bekommen habe, ich habe nämlich tatsächlich unabhängig von dem Interview, also ich habe gar nicht gesagt, dass ich ein Interview mache, Fragen bekommen zu einer Kapsel. Und deshalb umso cooler, dass ich die dir jetzt einfach direkt weiterleiten konnte. Also vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Ja, Und voll gerne. ja, hat Spaß gemacht. Ich auch. Ich bin gespannt, was für Feedback dann reinkommt und ob sich ein paar Leute noch eine Kapsel erstellen. Wenn sie Ja, das machen, genau. dann müssen sie auf jeden Fall Bilder schicken. Ja, lasst uns auf jeden Fall wissen, wenn sich jetzt hier jemand eine Kapsel erstellt. Ja. Ja, ich hoffe, dir hat das Interview genauso gut gefallen wie mir und du bist jetzt auch ganz motiviert, deinen Kleiderschrank umzugestalten und den skandinavischen Stil noch mehr einfließen zu lassen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche, die vor dir liegt und hoffe, du bist gesund und glücklich und dann freue ich mich schon auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören und wünsche dir eine schöne Zeit. Bis dahin, hi hi.